Und damit herzlich willkommen zurück zu Telltales The Walking Dead mit Episode 5 von Staffel 1, Die Zeit wird knapp. Das ist die letzte Episode in Staffel 1, danach geht es dann natürlich weiter mit Staffel 2, 400 Days, ich weiß nicht, ich weiß die Reihenfolge gerade nicht, aber ne? Ich glaube 400 Days vor Staffel 2 und ja, aber Lee und Clementines Abenteuer zusammen neigt sich hier dem Ende zu. Lee wurde in der letzten Folge gebissen. Wir müssen mal schauen, wo sich das Ganze hier jetzt hinbewegt. Was hier noch alles passieren wird. Clementine wurde entführt, Lee wurde gebissen. Und momentan befindet er sich auf einer, ich sag mal, Rettungsmission zusammen mit Krista, Omid und Ben. Kenny wollte uns nicht begleiten. Sag ich mal nichts dazu. Previously, on The Walking Dead. What if my parents come home and I'm not there? I've got my walkie-talkie in case they try that way. Hey, there were some batteries in one of those boxes. Here, you can have some too. I think we should look for your parents. They always stay in the same place when they go there. The Marsh House? Yes, that's it! You didn't come into town from the railroad, did you? We gotta go! Yeah, why? Clementine? Clementine! No. Clementine's gone. Wherever she is, I have to find her. We have a better chance of finding her if we all go together. Who's with me? We'll look for Clementine together. Hell yeah. If this was me asking you for help, would you be there for me? I need your help, please. I'm sorry, but you're on your own on this one. I swear, before this is all over, I'm gonna show you I can do something right. Clementine! Holy! Und genau so sind wir beim letzten Mal verblieben. Auf der Suche nach Vernon, den wir dachten, er hätte Clementine entführt, weil er ja angeboten hat, sie bei sich aufzunehmen. Scheint nicht Vernon gewesen zu sein. Vernon, get out here! There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Clementine, are you all right? Where are you? Vernon, you son of a bitch! Tony! Who is this? It's not Vernon, if that's what you're thinking. And you should really watch your tone. Clementine's fine. But if I were you, I'd choose my next words very carefully. What do you want from me? Whatever it is, I'll do it. You can let her go. I want you to never hurt anybody again. This isn't a kidnapping, Lee. Then what is it? A rescue. Das heißt, irgendjemand ist der Meinung, dass Clementine vor uns gerettet werden muss. This is bad, but we can deal with it together. We're going to need to hurry. Und genau das werden wir machen. How's that feeling? Nicht so toll. Not great. My hand is hot and it's thumping a little bit. Well, you're still alive. That's something. Yeah. Totally. We don't have a lot of time. We're about to have a lot less. We three will stop them getting in. Lee, find a way out of here. Okay, machen wir doch gerne. In den Kühlräumen eher nicht, ne? Nothing through here. Mal doch mal, was es da oben gibt. Ein Fahrstuhl.
I can't get my hands in between the doors. Das sieht aus, als würde der erstmal zubleiben. Okay, aber vielleicht finden wir ja unten irgendwas, mit dem wir ihn aufstemmen können. Was haben wir denn hier? Das ist ja ein Leichenschauhaus, da muss es ja was geben. Irgendwas, was Vernons Gruppe nicht mitgenommen hat. Just some surgical supplies. Nichts, was dafür geeignet wäre, eine Tür aufzustemmen. Sieht doch nicht schlecht aus. Looks like a color jack. I don't want to imagine this being used on a body. Damit werden die Rippen weggedrückt, wenn du an irgendwas im Brustkorb rankommen musst. Hat er recht, ist keine angenehme Vorstellung. Aber damit können wir die Tür aufdrücken. I'll have these doors open in 2 seconds. Ja, das, toll. Episode 5, die Zeit wird knapp. Sprichwörtlich. Christ, what the hell happened? It's the bite. Well, what can we do? I don't know. Help me move him. Jesus, are you sure this will help? You got any better ideas? Okay, it's now or never. Whoa! I'm awake! Stop! He's awake! He's awake! He's bitten. We've still got to do something. Do we have to cut it off, though? We're trying to save him. At the very least, buy him some time. But this way? Do we know it works? Of course not. Is there gonna be a lot of blood? There's gonna be a shitload of blood. What if he dies? Then the rest of us go after Clementine and get the hell out of Savannah. If there's any chance this saves his life, we have to take it. Hey. Laying right here. Sorry. It's not really our call anymore. Yeah, no shit. If we take off the arm, and you don't die of blood loss, well, maybe you won't die from the bite. Ich fürchte, wenn wir davon schon ohnmächtig geworden sind, hat sich das infizierte Zeug schon im ganzen Körper verbreitet. Man hätte es sofort abhacken sollen. No. We leave it. Are you sure? Yeah, I feel like I got time. Just keep an eye on me. I get my hands on the bastard who's got Clem. I'm gonna be happy to have them both. But you're gonna die. Yeah, but not in here. You guys keep an eye on that door. I'll work on getting us out of here. Lee? No. This is what we're doing, and I don't want to hear anything else, okay? Ich meine, das war jetzt bestimmt eine halbe Stunde, vielleicht sogar eine Stunde, seitdem er gebissen wurde. Und ich weiß nicht genau, wie schnell das Blut im Körper sich verteilt. Aber ich weiß, dass es keine Stunde braucht. Und deswegen, ja. Blutverlust ist ein gewaltiges Thema, wenn man jemanden den Arm abhackt. Deswegen lasse ich Lee hier seinen Arm behalten. Es ist tatsächlich so, dass es nicht wirklich eine Auswirkung hat, wie wir demnächst sehen können. Er wird den Arm nicht benutzen können, ob er ihn hat oder nicht. Aber ich denke, es ergibt einfach mehr Sinn, den Arm in dem Fall dran zu lassen, weil wir schon viel zu spät sind. Wenn wir uns erinnern, in der Serie, ne, wurde das Bein sofort amputiert. Und zwar wirklich sofort. Und das war der einzige Grund, warum es überhaupt was gebracht hat. Up we go. We're gonna have to go as quiet as possible and see if we can make it to an empty floor or even the roof. Sounds good. Na, dann hoffen wir mal, dass die Fahrstuhlkabine nicht irgendwo da drin hängt und feststeckt und gleich runterkommt. Nice and quiet, everybody.
There's some light up there. Good. Gotta get my ass off this ladder. Da ist tatsächlich Platz neben der Kabine. Das ist ja auch mal schön. Oh jeez. Everything okay up there? I think I just peed myself. Hör doch nicht unter dir. Ellenbogen einhaken. Lee! Lee! Oh God! Are you alive? Get up! Oh Gott. Na, jetzt mal ein Setup, eh? I'm alive. You have to pull yourself up. Zum Glück hat er die Beine noch eingehakt bekommen. Hi. Don't mind us. Wir klettern hier nur schnell vorbei. Trifft euch gar nicht. Macht einfach weiter, was ihr so den ganzen Tag tut. Wir haben es tatsächlich aufs Dach geschafft. Wo jemand versucht hat, No Help an die Wand zu malen und dabei abgestürzt ist. Wasn't this city empty not too long ago? Those Crawford bastards did one thing right, I guess. There's thousands. Did they follow us here? It seems like it, but that can't be, can it? That's crazy. They can't track. They just roam. What about the train? No. What about the train? Hat Krach gemacht. It wasn't quiet. We need to get off this roof as fast as we can. It's not safe down there. We can't just walk through the streets. You planning on growing some wings? Look, let's get our bearings and see if we can figure out a way to make it across town. Good? Oh, mach mal so. Good. I don't think we can ignore what just happened to Lee. It's the bite. Just have to deal with it. Just let us know if you start feeling funny. Like, if things are happening. I know. It's just dizziness, that's all. I'm all good. As good as you can be. Yeah. Good as I can be. Now what? We need to get down there and find a scared little girl. Let's try to get our bearings. Wir überlegen mal, wie lange Duck hatte nach dem Biss. Das waren schon ein paar Stunden. Also so lange hat Lee mindestens. Duck wurde, glaube ich, in den Bauch gebissen, wenn ich es richtig weiß. Er wurde in den Arm gebissen. Bauch würde ich mal als näher am Herzen und an der Blutversorgung einschätzen. He or she walked away from whatever accident happened. And that doesn't really mean much. Und verglichen mit dem Kinderkörper ist natürlich auch ein Biss wesentlich größer. It's an extension ladder. Hoffe ich einfach mal. Okay, wir haben eine Ausziehleiter und Fußabdrücke und ich kann hier aber nicht weiter nach rechts. Ah, doch, kann ich. Okay, hi Ben. See anything? There's a fire escape here, and that's about it. If we get over to that bell tower, we might have some impact on all those walkers out there. But then we just run through the streets? I don't know. You came with me. You didn't think I would? It's like you said, Clementine has been my biggest, well, only real fan. I'd be a big piece of crap if I didn't. You still want to die? I'm more afraid of getting someone else killed. I'll make sure that doesn't happen, as well as I can. Thanks. Including me? Getting bitten's not that bad. Really?
Really? No. It's a death sentence. It's horrible. But try not to worry about it. Toll. What do you think? I think I'm staring down at my worst nightmare. Just a dusty haze of death. Try to keep your shit together. You need to get off this roof. Yep, einfach jetzt... Entschuldigung. Einfach jetzt einen klaren Kopf bewahren. Ändern kann man es jetzt sowieso nicht mehr. Und Lee hatte den Glockenturm da drüben erwähnt. Reden wir doch mal mit Christa, wenn wir gerade schon hier sind. That's the church across the street from the mansion. River Street should be just beyond that. We need to head back that way. We'll stop off at the mansion, like you said, and make sure we didn't overlook anything. Yeah. I might have a way to clear us a path. If I can make it to that bell tower, I can draw the walkers down to that side of the hospital. There'll be thousands of them. That'll thin out the streets between here, the mansion, and River Street. Even if it's just for a few minutes. Dann hätten wir genug Zeit, um da rüber zu kommen. Okay, und Omid? Der hat den Glockenturm auch entdeckt. Habt ihr die gleiche Idee wie wir? What's up over here? Bell Tower. That's what's up. Hm, yeah. That could help. No way. It's higher than this roof for starters. With the bell tower on this side of the hospital, and the mansion over there, that might be our way off this rooftop. Mhm, hat Molly ja auch so gemacht. That bell tower. I can draw the walkers down to that side of the hospital. There'll be thousands of them. That'll thin out the streets between here, the mansion, and River Street. Even if it's just for a few minutes. Genau, und wir erinnern uns an die Leiter, die wir da vorhin gesehen haben. Vielleicht will er die ja jetzt mitnehmen. Die können wir doch perfekt benutzen, um darüber zu klettern, oder nicht? So, jawohl, jetzt nimmt er sie mit. Ich wollte gerade loslaufen und habe dann erst gemerkt, dass ich ja einfach einen Prompt habe. Das ist aber knapp. The bells. Yeah. Could buy us some time. Draw as many as we can this way. Get down off the roof on the opposite side and bust our asses getting back to the mansion. You shouldn't be the one to go. My leg's feeling better. Let me do it. I'll do it. If we have to decide who takes a risk like this, it should be the guy who's got the least to lose. What's the worst that could happen? I get bitten again? So we're agreed then. Naja, der schlimmste Fall wäre, du rutscht ab und stirbst, oder du wirst nicht nur einmal gebissen, sondern zerfleischt. Na bei. Wir machen ja schon seit der ersten Minute irgendwie alles. Oh, kletter, Lee, kletter! Ja. Oh, fuck. Zombie tot. Holy shit, man! Are you okay? Yeah, I'm fine. Try to find another way out of there? Ja, erstmal läuten wir die Glocke, würde ich sagen. Scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Das ist doch schon mal nicht schlecht. They're coming this way. Tons of them. Jesus. Now get back here. Ja gut, wir sind jetzt höher als... Also wir sind höher als das andere Dach. Aber das ist verdammt weit. I think I have to jump. There's no way back. Fuck, be careful. I'm so fucked. Okay, aber weil ich nicht weiß, was danach jetzt passiert, würde ich sagen, den Sprung
wagen wir nicht mehr dieses Mal. One, two, three! Bitte was? Kannst du aber aufhören, im Menü zu zählen? We gotta go! Ja. Jump! Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Don't look Bis dahin. Down! Ruhe jetzt! Bis dahin, ciao, ciao.